Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Schwarzer Gyrok, der Unsichtbare. Gyrok? Was war nochmal ein Gyrok? Es ist ein Gast, okay. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn noch getroffen. Nice Gamer. Ah, warte mal. Wir haben noch einen freaking Bogen. Oder zählt das nicht? Doch, es zählt. Geil. Jawohl, Junge. Dadurch, dass wir die anderen Landings gemacht haben, ne? Kann man sich das doch mal zunutze machen. Nice. Okay, das mit dem Auge ist aber nicht gut. Ich mach das mal weg. In der Cutscene finde ich das nicht so schön. Schade, dass das nicht deaktiviert wird. Aber ja, wie gesagt, ne? Polish ist halt noch nötig. Ja, cool. Dann haben wir den Boss schön easy gesnackt. Weil einen Ghast mag ich am wenigsten zu bekämpfen, weil es ist erstens nervig, dieses Projektil zurückzustoßen. Zweitens den dann überhaupt zu erwischen, weil der eine Kack-Hitbox hat und immer wegfliegt. Und dann auch unsichtbar. Nee, Freunde, da haben wir uns den Bogen zunutze gemacht. Also, ne? Bam. Nächster Herzcontainer und das vierte Zeitfragment. Let's go. Gut. Dann haben wir jetzt tatsächlich alle Zeitfragmente. Und wir können jetzt auf zu Garnes Schloss und ins Finale. Ich frage mich jedoch, ob... Lol. Ich frage mich jedoch, ob wir irgendwie tracken können, wo und wie viele Rubinkristalle uns noch fehlen. Weil ich würde das eigentlich schon ganz gerne so machen, dass ich alle finde, aber... das ist einfach ein Herzteil. Hä? Wie random. Aber I take it. Ne, also ich würde das gerne so machen eigentlich, dass ich das zu 100% zocke, aber andererseits wüsste ich auch gerade nicht, wie ich jetzt das noch alles finden soll. Also klar, diese eine Quest mit den Schwestern machen wir noch, mit den Feen. Und die, der eine Dungeon quasi, beziehungsweise im Schneegebiet gibt es noch einiges zu tun mit 2000 Rubine. Da ist noch ein Dungeon und dann im Hyrule Field ist ja auch noch ein Dungeon. Ja, ich weiß nicht so recht. Also... Kann man irgendwie herausfinden. Ich müsste mal Ganon fragen, glaube ich. Ob man irgendwo das tracken kann, wie viele einem noch fehlen und wo und so. Aber gut, nichts wie weg hier. Sagte ich, während ich aber überhaupt nicht weiß, wo es überhaupt zurückgeht. Ne, hier waren wir auch schon, ne? Naja, jedenfalls, jetzt ist es ein bisschen Zeit für ein Nebenquest, würde ich sagen, oder? Also, ich will noch nicht zum Finale eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Ich will doch nicht zu Ganons Schloss. Vor allem komme ich nochmal in dieses eine Ding rein. Das wäre auch mal gut zu wissen. Haben wir... Oh, wir haben... Oh, Leute, wir haben 26 Rubinkristalle. Das heißt, wir können das nächste Dings öffnen. Sehr geil. Machen wir doch direkt mal. Ich meine, andere Rubinenkristalle werde ich wahrscheinlich nicht finden. Also ich werde die jetzt nicht alle sammeln, wenn ich nicht wenigstens einen Tracker irgendwie habe, wie viele mir wo fehlen und so. Das ist dann zu insane, alles nochmal abzusuchen. Sorry, aber ich will es 100% zocken, aber wenn ich nicht so einen Kompass oder so kriege, dann sehe ich da ehrlich gesagt keine Chance für. So, moin. Da oben waren wir schon mal, ne? Da war, glaube ich, nur ein Herzteil. Ich gucke nochmal zur Sicherheit, aber ich glaube, da waren wir schon mal.
Naja, dann war wahrscheinlich hier echt nur ein Herzteil. Gut, dann gehen wir runter und gucken mal, was sich in der nächsten... Oh. Truhe verbirgt. Schatzkammer. So, welche gönnen wir uns? Gerudo-Wüste? Nekluda? Oder Todesberg? Ich glaube, ich will Nekluda nehmen. Oh, Bombenpfeile. Ui, nice. Und ein bisschen Money wieder. Juwel der Güter nehme ich auch. Stimmt, davon haben wir auch super wenig, ne, aktuell. Ja, okay. Halt eher so viele Bomben und so, ne? Hm. Also uns fehlen jetzt quasi, wenn ich das hier sehe, 50 fehlen uns noch. Und wir haben... beziehungsweise 49 jetzt noch. 49, die wir finden müssen. Wir sind schon fast am Ende. Also ich sehe da ehrlicherweise keine Hoffnung mehr, alles zu finden. Ja. 1400. Ich würde sogar so weit gehen, erstmal die Bombenpfeile wieder wegzupacken, weil... Brauchen tun wir sie eigentlich erstmal nicht. Ein Juwel fehlt uns noch. Hm. Mein Studium ist so schwer. Medizin ist doch leicht. Hm. Wer es glaubt. Wieso waren wir hier noch nie? Lol. Erstmal wieder gucken. Gibt es hier auf dem Balkon was? Nö. Aber wir kommen hier nach unten. Heiliger Garganon, ich liebe dich. Oh, okay. Bienenkristall. Cooles Bild aber. Mhm. Very, very interesting. Kleine Bibliothek hier. Und hier kommen wir auch wieder runter, ne? Ja. Alright. Haben wir noch einen Rubinkristall? Fehlen uns noch 47. 48. Ich kann nicht zählen. Die reden gar nicht mit mir. Freischalten. Da will ich gerne hin. Aber wie komme ich da rein? Ist ja irgendwo eine Lücke. Wow, das war knapp. Gerade fast mein Käffchen verschüttet. Wie kommt man da rein? Das ist zu. Warte mal. Da kam doch irgendwie auf dieses Burgtor. Stimmt, und auch ist dieses mit dem Muster, den ja auch Blumen bringen und so. Damit man das Schwert in der Schmiede machen kann und so. Da hat sich auch bis jetzt nie was ergeben, ne? Ha. Mani-Straße, Hyrule-Schmiede. Was braucht er denn nochmal? Zwei von den roten. Hm. Weil die Barriere wird dann weg sein. Wir müssen ja nicht zum Finale. Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz.
Und das letzte Zeitfragment. Und dort erwartet uns erstmal großer leerer Raum, aber die Barriere geht jetzt weg. Und da sieht man schon das Schloss. Dass die Musik jetzt einfach aufhört, ist irgendwie witzig. Klopp.